Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Guten Morgen, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 3. Advent hier in unserer St. Ansgari-Kirche in Hage. Und herzlich willkommen auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen. Dieser Wochenspruch kündigt eindrücklich das Kommen Gottes in unsere Welt an. Dieser Wochenspruch aus Jesaja 40. Auch wenn wir vielleicht zurzeit eher das gewaltige Kommen Corona spüren, so ist das hier die Antwort. Bereiten wir uns auf sein Kommen vor. Bereiten wir ihm den Weg in die Welt, den Weg in unser Leben und in unser Herz. Wir feiern aber ja auch Gottesdienst in Gottes Namen und wir bitten ihn um seinen Beistand, auch um seinen Beistand, dass er uns helfe und uns Heilung schenke und uns nach vorne bringt. Und wir freuen uns, dass wir bald schon das Kommen Gottes in diese Welt feiern dürfen, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Ich hoffe sehr, dass Sie alle verschont bleiben und wir alle viel stärker das gewaltige Kommen Gottes spüren. Und darauf bereiten wir uns schließlich im Advent vor. Wir hören jetzt auf ein altes Adventslied, eines der ältesten uns erhaltenen. O Heiland, reißt die Himmel auf. Sie finden dieses Lied auch auf dem Liedblatt. O Heiland, reißt die Himmel auf. Und vielleicht drückt dies auch gerade sehr gut die Stimmung aus, in der wir uns befinden. Lassen Sie uns miteinander die Worte des Psalms 85 sprechen. Auch diesen finden Sie auf dem Liedblatt. Wir sprechen alle gemeinsam. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, Ursprung und Ziel, Schöpfer unseres Universums, wir bitten dich, bahne dir doch einen Weg, auch zu uns. Und dann nimm uns mit auf deinen Weg, einen Weg des Friedens und der Gerechtigkeit, einen Weg, auf dem wir auf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus vertrauen können, in der Kraft Heiligen Geistes. Amen. Wir bleiben gerade dazu stehen, denn wir reihen uns ein in das weltweite Bekenntnis der Kirche und bekennen unseren christlichen Glauben mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich möchte Glauben haben. Wir hören auf dieses Lied. Ich möchte Glauben haben, der über Zweifel sieht, der Antwort weiß auf Fragen und Halt im Leben gibt. So die erste Strophe. Sie finden den ganzen Text. auf dem Liegplatz. Liebe Gemeinde, ein Paukenschlag, eine plötzliche Einsicht und Wende, ein Durchbruch, ein Ende. Hand aufs Herz. Wie sehr wünschen wir uns das manches Mal in unserem Leben. Nicht nur vielleicht zur Zeit ganz besonders. Ganz besonders, wo wir hoffen, dass diese Pandemie endlich ein Ende hat. Da ist ja auch immer noch der Klimawandel, da schmelzen unsere Gletscher allmählich für alle Augen sichtbar dahin. Da drohen einige Inseln in der Südsee komplett unterzugehen. Riesige Eisberge brechen weg. Doch die Machthaber der Menschheit sind offensichtlich nicht weitergekommen. Oder nicht viel weiter als damals bei der Sintflut. Wobei, damals hat man gelacht über Noah und den Bau seiner Arche. Heute unternehmen manche Länder ja schon enorme Anstrengungen angesichts der Erderwärmung. Also im Unterschied zur Sintflut damals lachen die Staats- und Regierungschefs nicht, sie zögern. Der Klimawandel ist gerade mal wieder in den Hintergrund getreten, in den Hintergrund der Aufmerksamkeit, aber es verhält sich mit ihm ganz ähnlich wie mit Corona. Er macht keine Pause. Eine klare Wende wäre hier nötig, und zwar schon in den nächsten Jahren. Eine Befreiung, heraus aus der Gefangenschaft. Darauf hoffen auch zu diesem Weihnachtsfest wieder viele Schwestern und Brüder in vielen Ländern dieser Welt, in denen sie nicht das Recht haben, in Freiheit und Frieden ihren Glauben zu bekennen, geschweige denn eine Kirche zu gründen. Und andere hoffen auf eine Befreiung heraus aus totalitären Regierungssystemen. Doch Menschen, die sich in Frieden für ihre Freiheit einsetzen, werden stattdessen verprügelt, gefoltert und eingesperrt. Wir dürfen Belarus und andere Länder nicht vergessen. Und schließlich hofft noch manch einer auf eine Befreiung heraus aus der Einsamkeit. Viele sind gerade in diesem Jahr besonders allein zu Weihnachten. Manche von ihnen wünschen sich, Weihnachten möge bald vorbei sein. Ja, die gibt es auch. Eine Befreiung heraus aus der Krankheit wünschen viele sich. Endlich wieder gesund sein. Endlich wieder miteinander feiern dürfen. Endlich wieder zusammen sein. Und dann sind da die Menschen in diesen Tagen, die trauern. Das erste Mal Weihnachten ohne ihre Lieben. Bei manchen auch in diesem Jahr mitten aus dem Leben gerissen. Wie soll es da Weihnachten werden? Befreit werden aus der Trauer heraus? Das wäre schon was. Was auch immer sie belastet, was dich bedrückt oder sogar vielleicht gefangen halten will. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen und innezuhalten. Denn das ist gerade jetzt vielleicht wichtiger denn je. Wir legen jetzt unsere Sorgen ab. Wir lassen sie hinter uns. Wir geben sie alle an Gott ab. Und werden dazu für einen Moment lang still. Wenn wir unsere Sorgen abgeben, flüchten wir nicht aus der Welt heraus. Wir laufen nicht vor unseren Problemen weg, sondern wir lassen einen zu uns hierher kommen. Wir lassen ihn zu Worte kommen. Einen, der uns gute Nachrichten übermittelt. Ich lese den Predigtext aus Jesaja 52. Wie schön sind die Füße der Freudenboten auf den Bergen, die Frieden ansagen, gute Botschaft bringen, Heil hören lassen. Für Zion haben sie die Botschaft, dein Gott ist König geworden. Horch, deine Wachposten erheben ihre Stimmen. Sie jubeln alle miteinander, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr zurückkehrt nach Zion. Brecht den Jubel aus, alle miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Vor den Augen aller Nationen hat der Herr seinen heiligen Arm entblößt und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. So fröhlich und ergreifend diese Worte in unseren Ohren und Herzen klingen mögen, ähnlich dem schönen Adventslied Tochter Zion, das wir nachher auch noch hören werden, fragen wir uns doch, und bedenken dabei, in welch einer katastrophalen Situation diese Worte gesprochen wurden. Denn genau das Gegenteil war Realität. Kein Friede, sondern Fremdherrschaft und Unterdrückung. Wenig Heiles war rundum zu spüren, sondern Trümmer prägten das Stadtbild von Jerusalem. Keine Freiheit und Rettung, sondern Gefangenschaft und Exil im fremden Land. Keine liebliche Idylle, sondern eine bittere Situation nach dem Krieg der Babylonier. In diesen Zustand hinein spricht der Prophet diese Worte aus Jesaja 52. Ist denn dieser Mann von allen guten Geistern verlassen? Was für ein weltfremder Mensch! Verschließt er die Augen vor der Wirklichkeit? Der Prophet jetzt, auch er sieht die Zeichen der Zeit. Doch er sieht das Ende herannahen. Der große Tag der Befreiung kommt. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen? Spruch des Herrn. Mein Volk ist umsonst weggeführt. Seine Tyrannen prahlen. Spruch des Herrn. Und mein Name wird immer den ganzen Tag gelästert. Darum soll an jedem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht. Hier bin ich. Ja, mit diesen Worten läutet unser Prophet sein Evangelium ein, den Predigtext, den wir vorher gehört haben. Die Zeit der Schmerzen liegt bald hinter mir. Darum ist der Heilsbringer schon auf dem Stadtberg Zion zu sehen. Darum läuten hier schon die Glocken, die den großen Tag ankündigen, können wir sagen. Liebe Gemeinde, und heute in unserer Situation, wir dürfen doch dankbar sein. Dankbar, denn wir genießen auch heute noch, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, einen äußeren Frieden. Wir leben in Freiheit. Trotzdem, und da richtet sich der Fokus vielleicht mehr auf unser Umfeld, kennt ihr das nicht? Vielleicht nicht in euren eigenen Familien, so doch möglicherweise bei Bekannten, chaotische Verhältnisse in Freundschaften, zerbrochene Beziehungen, kaputte Familien manchmal sogar. Aber es ist wichtig, auch die Augen auf seine eigene Person zu richten und sich selbst zu fragen. Denn auch ich kenne das, einen Streit, den ich selbst nicht gewollt habe, der einfach entstanden ist, wie aus dem Nichts heraus. Das Wissen und das Gefühl, einen anderen, oft nahestehenden Menschen verletzt zu haben. Und wenn nicht von uns Menschen herbeigeführt, so erfahren wir doch oft genug, wie ein Unfall oder eine Krankheit oder ein anderer Schicksalsschlag unsere vermeintlich heile Welt und unsere Herzen in Trümmern legen will. Als Pastoren haben wir im Namen Jesu für beides einen Auftrag, auf die Brüche in der Welt hinzuweisen und die Augen davon nicht zu verschließen. Das wäre fatal. Das war für Luther und Calvin das prophetische Amt, das Jesus zugesprochen wurde, aber in dessen Nachfolge die Verkündigerinnen und Verkündiger des Wortes stehen. Zugleich aber stehen wir auch im Zeichen des königlichen Amts Christi, mitten in dieser Welt den Anbruch des Reiches Gottes anzukündigen. Den Anbruch und das Wirken des Wunders von Weihnachten zu proklamieren. Das Wunder, dass Gott sich selbst zu uns aufmacht, auch zu dir aufmacht und den Sprung ins kalte Wasser gewagt hat. Denn vollständig war er dann angewiesen auf die Fürsorge und Pflege seiner irdischen Eltern, wie sie ein neugeborenes Kind nun einmal braucht. Er selbst taucht ein, mitten hinein in unsere Welt und wird einer von uns. Mitten unter die Tiere mischt er sich, wie wir jedes Jahr wieder in der Weihnachtsgeschichte hören, geboren, ja, in einer fremden Stadt. Er wird verletzlich und sterblich, genauso wie wir. Gerade in unsere Unruhe, in das Zerbrochene unseres Lebens kommt er hinein. Und zwar auch heute, hier und jetzt, bei dir und bei mir. Wir müssen nicht erst aufräumen und alles ordnen. Wir müssen nicht erst viele Weihnachtsgeschenke kaufen und den Baum aufstellen und alles perfekt schmücken, dekorieren, damit Gott zu uns kommt. Wir müssen nicht erst unser Feiertagsgesicht aufsetzen, auch gesund zu sein. Das ist keine Voraussetzung dafür, dass Gott zu uns kommt. Sondern es ist gerade umgekehrt. Gerade wenn wir krank sind. Gerade weil es bei uns vielleicht Chaos geben mag. Gerade dort, wo Unfrieden regiert. Gerade weil viele Ehen in die Brüche gehen. Und gerade Kinder auf der Mitleidenschaft gezogen werden. Weil Angst und Sorgen uns den Schlaf rauben, weil schwere Erkrankungen unser Leben bedrohen. Darum, genau darum, und aus diesen Brüchen und Unvollkommenheiten unseres Lebens heraus, sehen wir die Füße der Freudenboten von ferne auf dem Berge, die das Heil ausrufen: Christ, der Retter, ist da. Die dunklen, brüchigen Seiten unseres Lebens und unserer Welt werden hell erleuchtet durch den Gott, der mitten in sie hineingeboren wird. wird. Gott sucht dich und mich und will uns Frieden schenken, Shalom. Dieser Friede, der ist mehr als das Waffenschweigen. Der Friede auf Erden, der geht uns alle an. Der Shalom Gottes heilt auch unsere inneren Verletzungen. Er bringt uns wieder zusammen mit Menschen, mit denen wir vielleicht im Streit lagen. Er schenkt uns Frieden mit uns selbst, auch wenn eine Krankheit unser Leben bedroht. Dieser Friede ist hier. Er berührt unser Herz in der Gestalt des menschgewordenen Gottes. Dieser Friede heilt unser Leben, wenn wir das Kind in der Krippe nah an uns herankommen lassen. Diesen tiefen Frieden, von dem uns Tausende von Engeln singen, wie sie den Hirten gesungen haben, den kann uns keiner nehmen. Kein Verlust, keine Trennung, keine Einsamkeit, keine Krankheit, keine Schuld. Ja, nicht einmal der Tod. Und so wird uns dieser Friede auch über Weihnachten hinaus erhalten bleiben und strahlen. Und dann, auch wenn der Alltag wieder einkehrt. Möget ihr erleben, wie von Gottes Kommen her euer Hunger nach Leben gesättigt und euer Leben geheilt und gesegnet wird. Mit Jochen Klepper zusammen nehmen wir diesen Frieden nicht nur bis Weihnachten mit, sondern bis hinein in jede Ader unseres Lebens. Wir werden das Lied im Anschluss an die Predigt hören. Hier eine Strophe. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Und diese Rettung reicht weiter als bis Weihnachten. Und so wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass es in Ihrem persönlichen Leben auch so sein darf. Und dieser Friede euch heilt und befreit. Dass er euch trägt in guten wie auch in schweren Zeiten eures Lebens. Und dass er euch immer wieder in die Freiheit führt und Ruhe einkehren lässt in euren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ein paar wenige Abkündigungen habe ich mitzuteilen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Stand heute, nächsten Sonntag, 4. Advent, 20. Dezember, um 10 Uhr Stand heute unter Leitung von Pastor Wiegmann. Herzlichen Dank für die Gaben der vergangenen Woche vom Gottesdienst. Am letzten Sonntag, 6. Dezember, 2. Advent, wurden für die Weltmission Verbunden in Geduld 63,92 € gegeben und für diakonische Aufgaben der Gemeinde der gleiche Betrag, 63,92 €. Vielen Dank allen Geberinnen und Gebern. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Kirchenmusik unserer Kirchengemeinde. Normalerweise wäre in diesen Tagen das Konzert gewesen, das weihnachtliche oder adventliche Konzert, wo alle, die in unserer Kirchenmusik beteiligt sind, dieses Konzert aufgeführt hätten. Das darf aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Aber die Kirchenmusik geht weiter, sie lebt weiter und sie finden auch immer wieder jetzt Auszüge im digitalen Adventskalender und wir sind angewiesen auf Ihre Unterstützung und danke Ihnen ganz herzlich für jede Gabe. Vielen Dank. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören auf das Lied Tochter Zion. Zu den Fürbitten und zum gemeinsamen Vater unser bitte ich Sie, soweit es möglich ist, sich noch einmal zu erheben. Gott, dein Wort setzt außer Kraft, was uns bisher bedrängt hat und lässt uns neu anfangen. Komm uns entgegen, du Retter der Welt. Öffne unsere Augen und Ohren für das, was du uns sagen und zeigen möchtest. Gnädiger Gott, die Nacht ist schon vorgedrungen, der Tag ist nicht in der Ferne. So bitten wir dich, Gott, für die, deren Hoffnung verloschen ist und die nichts mehr vom Leben erwarten. Für alle, die jetzt unter Corona oder einer anderen schweren Krankheit leiden sie geheilt werden mögen. Für die, die so gebückt gehen unter einer Last, dass sie den Blick nach oben verlernt haben. Für die, die so auf sich selbst bezogen leben, dass sie deine Klarheit und die Not der anderen nicht wahrnehmen. Für die, die um ihr Leben kämpfen müssen, damit sie nur noch schwarz sehen und keine Augen mehr für das Licht haben. Für die, deren Augen durch Leid und Schmerz ihren Glanz verloren haben. Für die, die so gefangen sind in ihren eigenen Plänen und Ideen, dass sie deinen hellen Weg übersehen. Für die, die viel riskiert haben, für deine Gerechtigkeit und jetzt angefeindet werden und im Dunkeln sitzen. Lass leuchten dein Licht in ihrem Leben und bei uns, barmherziger Gott. Komm uns entgegen. Bahne dir einen Weg in unsere Herzen, wenn wir dir in einem Moment der Stille das sagen, was uns wichtig ist und wen wir dir heute besonders ans Herz legen. Dazu werden wir einen Moment lang still. Wir bitten dich, Gott, komme uns entgegen, bahne dir einen Weg zu uns. Und gemeinsam beten wir mit den Worten von unserem Herrn Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so zieht hin im Frieden unseres Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. So segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. allen einen besinnlichen dritten Advent und bleiben Sie hoffentlich alle gesund.